Hallo und herzlich willkommen bei Muskel- und Gelenkschmerzen.de. Mein Name ist Jan Lingen und ich werde heute wieder eine Leserfrage beantworten und zwar zum Thema Kopfschmerzen. Das scheinen ja wirklich einige von euch zu haben und ich habe hier eine E-Mail bekommen vom Martin. Der Martin, der kommt aus Südtirol, also ein, oh, darf man jetzt schon sagen, italienischer oder noch österreichischer Leser oder YouTube-Zuschauer, auf jeden Fall aus diesem Bereich. Und er schreibt, Hallo Jan, ich bin auf deine Seite gestoßen und war auf Anhieb begeistert. Das freut mich, das höre ich immer total gern. Also, das meine ich jetzt ernst. Mich freut das wirklich auch, wenn ich oft Komplimente bekomme für die Seite. Ich finde es immer wieder toll, positives Feedback zu bekommen, wirklich. Er schreibt, studiumsbedingt kämpfe ich mit Nacken-, Hals- und Kopfschmerzen. Und diese Schmerzen gehen so weit, dass ich bereits ein Taubheitsgefühl im Kopf verspüre, begleitet von einem Kopfschmerz, der bis zum rechten Auge zieht. Es hört sich wirklich in der Tat sehr unangenehm an. Er schreibt jetzt, ich habe auf deiner Seite viele Antworten gefunden, ein großes Kompliment und Dankeschön dafür. Und meine Frage wäre jetzt noch, was kann ich machen, um vorzubeugen? Beste Grüße aus Südtirol, Martin. Gut, Martin. Ich würde vorschlagen, was ganz wichtig ist, ist natürlich erstmal auf ärztlicher Seite abzuklären, dass hier keine ernsthaften Probleme vorliegen. Und wenn das der Fall ist, also dass es nicht der Fall ist, dass das alles in Ordnung ist, dass du nicht wirklich dich in eine ernsthafte medizinische Behandlung begeben musst, dann würde ich mir einfach mal anschauen, einige Muskeln. Du hast schon einiges gefunden, höchstwahrscheinlich den oberen Trapezius, die Splenimuskeln und den Sternocleidomastoideus, die eben für diese Kopfschmerzen, die ins Gesicht raufziehen können und bis ins Auge verantwortlich sein können. Und möchtest jetzt wissen, was kann man da vorbeugend tun? Folgendes. Diese Probleme entstehen ja dann, wenn deine Muskulatur verspannt oder sich Triggerpunkte entwickeln. Und wenn du da vorbeugen möchtest, dann musst du eben genau versuchen, dies zu vermeiden. Und eine Selbstmassage ist hier sehr, sehr gut, um das im Griff zu bekommen und auch die Muskulatur locker zu halten. Aber was auch ganz hervorragend funktioniert, sind Entspannungsübungen, so Relaxationsübungen, vor allem nach der Selbstmassage. Weil nach der Selbstmassage hast du dein Bewusstsein natürlich ein bisschen mehr in diesen Körperbereich, den du gerade massiert hast, hineingeholt und bist dann viel empfänglicher und dein Körper ist empfänglicher, dein ganzes Nervensystem ist empfänglicher dafür, für ganz subtile kleine Bewegungen, durch die du dein Muskelsystem noch weiter entspannen möchtest. Was ich dir hier empfehlen kann, ist ein Buch vom Frank Wildmann, das heißt Feldenkrais Übungen für jeden Tag. Ein ganz tolles Buch mit ganz tollen Übungen, kostet nicht viel. Was habe ich dafür bezahlt? In Deutschland 7,95 €. Wenn du jetzt aus Österreich kommst, dann kostet es dich 8,20 €, also auch noch zu verkraften, dieser kleine Mehrpreis. Und du findest hier ganz schöne Übungen zum Thema Lektionen zur Verringerung der Anspannung im Kiefer, Mund, Gesicht und Hals und ja, noch viele weitere andere Sachen, aber Kiefer, Gesicht, Mund und Hals ist ja das, was du brauchst. Dieses Feldenkreisbuch, wie gesagt, Feldenkreisübungen für jeden Tag, kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen. Mach diese Übungen einfach nach der Selbstmassage und wenn man die richtig ausführt und sich darauf einlässt, können die sehr, sehr effektiv sein, wenn es darum geht, Muskelspannung in der Halsregion zu lindern und damit dann möglicherweise eben auch die Schmerzen zu lindern. Gut, ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat, dass es dir geholfen hat und allen anderen auch, die ähnliche Probleme haben, Kopfschmerzen scheinen ja anscheinend ganz viele von euch zu haben, wie ich schon gesagt habe. Und ja, falls ja, dann bitte Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und ich wünsche euch allen eine gute Besserung. Lasst mich wissen, ob die Übungen gut sind, ob ihr auch dieses Buch kauft es euch und sagt mir, ob ihr es gut findet. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja in einem meiner anderen Clips hier auf YouTube. Bis dahin sage ich ciao.